Ich fange mal mit unserem prominenten Gast an, Thorsten Heim, aus dem Fernsehen bekannt als Toto. Ja, also wie gesagt, ich mache erstmal 38 Jahre Polizeidienst, immer noch auf der Straße, macht immer noch Spaß, meine Berufung. Nebenbei jetzt seit 15 Jahren Botschafter vom Kinderhospiz mit Stefan. Und ansonsten mache ich viele Sachen alleine auch, nebenbei noch, mit Kinofilmen drehen, mit eigenen Werbespots hier für die Sicherheit, Tag der Sicherheit, also ich habe genug zu tun. Ja, merkt man gerade. Also es ist ein Rundum-Programm und heute hier in Sommer da zu zwei Veranstaltungen gleichzeitig. Einmal zum Feuerwehrfest und einmal hier beim HSV Sommer da als Botschafter für das Kinderhospiz Mitteldeutschland. Ja, sonst lohnt sich das ja auch gar nicht, ne, wenn du jetzt in eine Stunde kommst. Wenn, dann machen wir das auch 110%ig hier. Und wir waren jetzt gerade schon bei der Feuerwehr drüben, ein tolles Fest, tolle Vorführung haben wir schon mal gesehen. Und die Leute sind sehr spendenbereit und ich freue mich immer mit Stefan zusammenzuarbeiten. Ja, dann haben wir einen Stefan vom Kinderhospiz. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Mal einen ganz kleinen Abriss geben, Kinderhospiz Mitteldeutschland, für die, die es noch nicht kennen, für die das heute hier organisiert wird auch, mal so einen kleinen Einblick geben, was ist die Arbeit, was steckt dahinter? Ja, in Deutschland sind über 40.000 Familien davon betroffen, dass eines oder mehrere ihrer Kinder lebensverkürzt erkrankt ist. Das bedeutet im höchsten Maße, dass sie Erwachsenenalter nicht erreichen. Und das Kinderhospiz Mitteldeutschland ist in Tambach-Dietha, im Landkreis Gotha. Und bei uns können diese Familien einziehen, mehrfach im Jahr im Urlaub machen. Mama, Papa, Geschwisterkind, betroffenes Kind, Hund ziehen alle bei uns bis zu 28 Tage im Jahr ein. Und wir kümmern uns um das erkrankte Kind, pflegen und betreuen das Kind. Und die Eltern haben mal Zeit für das Geschwisterkind, für Normalität, für Alltag, um auch wieder Kraft zu sammeln für den schwierigen Pflegealltag zu Hause. Und das Kinderhospiz ist im Jahr 2011 eröffnet worden. Seither waren viele, viele hundert Familien aus ganz Deutschland bei uns zu Gast. Die Anfragen steigen von Jahr zu Jahr. Und uns macht das stolz natürlich, wenn so Handballverrückte und Handballbegeisterte sich für uns einsetzen, nicht nur für die Spende, sondern der Bekanntheitsgrad natürlich auch erhöht wird. Also genau das passiert, was wir jetzt beide gerade tun. Wir sprechen über Kinderhospizarbeit, wir erzählen, was wir damit, wie wir damit diesen betroffenen Familien auch helfen. Und wenn Toto sich die Zeit nimmt und sagt, ich komme gerne wieder nach Sommer da, also heute glaube ich zum dritten Mal schon in Sommer da, freut es das umso mehr. Und nicht nur die Feuerwehr macht sich stark, jetzt auch die Sportvereine, es werden Trikots versteigert, also alles eine rundum schöne Geschichte, um den Familien, die bei uns sind, auch nachhaltig helfen zu können. Und wir sind sehr stolz darauf, Partner hier zu sein. Dankeschön erstmal an alle die, die das möglich gemacht haben. Ja, machen wir sehr gerne und wir berichten auch gerne drüber. Und dann haben wir im Prinzip den Engel, der das Ganze organisiert hat hier aus Sommer da, die Katrin Wolter. Wie kam es dazu, wie kam die Idee, das miteinander zu verbinden? Also eine Spendenaktion und gleichzeitig den zweiten Handballtag. Naja, es war eigentlich so die Idee da, dass wir halt auch als kleiner Verein zeigen wollten, dass wir auch was erreichen können. Also zusammen mit dem Kinderhospiz, mit unseren Gästen war das halt einfach so gedacht, dass wir sagen, jetzt machen wir auch mit, wir wollen zeigen, Sömmerder Handballer, die können das auch, die sind mit Herz dabei und ja, ich hoffe, es kommt gut an und vielleicht, wenn es klappt, dass wir uns vielleicht dann mehrfach auch wieder sehen und ja. Und wie ist jetzt der Kontakt zustande gekommen mit Toto? Also, mit Toto war erstmal, ich habe erstmal mit dem Hospiz Kontakt aufgenommen und dann ging das halt dann über. Und ja, und dann war das mit Daniel und dann war dann halt die Idee, Toto ist jetzt im Sommer da und es wäre da auch nochmal eine schöne, ehrlich? Natürlich. Mensch, ja. Hast du das gewusst? Ja. ja, auf jeden Fall war das dann eine gute Idee von Daniel halt auch und vom Hospiz, dass sie gesagt haben, Toto ist einmal da, wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne, dass er zu euch kommt. Dann haben wir gleich gesagt, logisch, wollen wir, möchten wir. Okay. Und wir freuen uns ganz doll, dass du da bist und natürlich auch ihr. Ja, danke schön. Ja, es gibt ja Polizeiauswahlen im Handball. Ja. Also ich habe angefangen, kann ich dir sagen, ich bin aus Solingen, also Klingenstadt Solingen. Und ich habe bei dem Vorlauf vor des Bergischen HC gespielt. Mhm. Die Ring Höchstadt hat sich da fusioniert mit Wuppertal. Und ich bin zum Handball gekommen über den Schulsport. Ich habe in allen Auswahlen gespielt und ich bin Linkshänder. So, oh. Linkshänder ist ja was ganz, hier sind alle bekloppt, weiß ich. Torwächter und Linkshänder sind alle bekloppt und die haben gesagt, in der Schulmannschaft, wir brauchen dich, spiel Handball. Wir holen dich ab, machen alles, tun alles. Dann habe ich in der B-Jugend und dann ein Jahr noch gespielt, nachdem ich in der A-Jugend war, noch ein Jahr gespielt. Ich habe zum Beispiel mit Rüdiger Neitzel zusammen gespielt, der Dr. Rüdiger Neitzel, der jetzt in München eine Praxis hat, der über 150 Länderspiele gemacht hat und hat mir viele Spiele angeguckt. Ich war früher natürlich Gummersbach-Fan, das war natürlich die Mannschaft schlechthin.
Heiner Brand persönlich, unseren ehemaligen Bundestrainer, der ist ja. nämlich auch Botschafter, nicht nur, wir sind ja vernetzt auch mit der Hermann von Fehn Stiftung, ja. ist auch einer Botschafter und wir gehen öfters zum Handball und so weiter. Es ist ein sehr dynamischer Sport, ein toller Sport und vor allem, die zicken nicht rum, die lassen sich nicht fallen, wie im Fußball ja. und es macht sehr viel Spaß. Und ich hatte das Glück, eben Linkshänder zu sein und ja. eine linke Klebe zu haben und habe dann da gerne gespielt. Hab zwar die Schulter jetzt kaputt, aber egal. Bin ja Beamter. Nee, aber Handball ist ein toller Sport. Ja, ich habe viele auch Bundesliga Spiele gesehen. Es macht sehr, sehr viel Spaß und vor allem im Team zu arbeiten, jetzt, wie wir das jetzt auch zusammen machen, das ist das Wichtigste. Ja, auf alle Fälle, genau. Da gibt es noch eine Parallele, also es gibt ganz, ganz viele Vernetzung, nicht nur bei den Spendern oder bei den Botschaftern, sondern auch hier und ich denke mal, es wird sich was aufbauen, was sich für beide Seiten, für den Verein oder für die Stadt aus Sommerda und für das Kinderhospiz bestimmt zum Positiven noch weiterentwickeln wird. Vielen Dank. Erstmal und noch viel Spaß. Ja, was sagen wir immer einmal? Gemeinsam sind wir stark. Das ist das genau, Wichtigste. Ne? Genau. Und ich habe immer das letzte Wort. Ne? So war's. Dankeschön. Alles klar, danke.